Sally wollte das schöne Wetter nutzen und ist deshalb mit Conny gemeinsam im Revierpark spazieren gewesen. Natürlich wollten die beiden sofort auf den Spielplatz. Da konnten sie ein wenig wippen. Aber auf das Klettergerüst konnten sie nicht gehen. Das ist seit vielen Monaten abgesperrt und keiner repariert es. Da waren die beiden ein wenig traurig. Deshalb haben sie sich dann auf eine Bank gesetzt und geplaudert. Die beiden Freundinnen haben sich immer genug zu erzählen. Aber was war denn da plötzlich im Baum zu sehen und näherte sich vorsichtig den beiden Mädchen? Conny sah ihn zuerst, ein Papagei. Sie wies Sally an, leise zu sein. Sie sollte mit ihrem lauten Gerede den Papagei nicht erschrecken und verscheuchen. Noch nie hatten die beiden so ein Tier aus der Nähe gesehen. Sally versteckte sich aus Angst zunächst hinter Conny. Die wiederum hatte überhaupt keine Angst, denn der Papagei erwies sich als sehr zutraulich. Und so hat sich schließlich auch Sally getraut und ihn gestreichelt. Conny hat den Papagei sofort lieb gewonnen und wollte ihn gar nicht mehr abgeben. Fast hätte sie ihn zerquetscht. Gar nicht gut für das Tier. Irgendwann war es Zeit aufzubrechen. Die beiden Mädchen ließen den Papagei frei. Doch anscheinend suchte der ein neues Zuhause, denn er folgte den beiden Mädchen bis nach Hause und seitdem redet er nun mit den beiden den ganzen Tag. Die Mädchen finden es total witzig, dass er alles nachplappern kann. Das klingt dann etwa so: Lora, sag Lora. Lora, sei Lora. Lora lieb. Lora lieb. Lora blöd. Lora blöd. Sally lieb. Sally lieb. Conny hübsch. Conny hübsch. Nun warte ich auf den Tag, bis er die ganzen Wörter verdreht und er Sätze spricht, die die beiden Mädchen gar nicht witzig finden. Manchmal übe ich heimlich mit ihm. Sally blöd. Lora hübsch. Sally und Conny quasseln zu viel. Okay, das ist schon ein wenig gemein von mir. Jedenfalls ist es ja nicht ernst gemeint und ein wenig Spaß muss sein. Spaß muss sein, Spaß. Hey, jetzt sprich mir nicht alles nach. Hey, nicht alles nachsprechen. Och, du blöder Vogel, blöder Vogel. Wo kann man dich denn abstellen, abstellen, abspinnen? Bist du wo ruhig, 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 ruhig. Ha, du nervst jetzt aber. Plaudertasche. Plaudertasche. Quasselstrippe, Quasselstrippe. So. Jetzt habe ich ihm den Schnabel zugebunden. Endlich Ruhe. Ab heute hab ich nen Papagei, ab heute sind wir zu zweit. Nun reden und nun plauschen wir, und manchmal gibt es Streit. Sag ich fein, sagt er nein. Sag ich hu, sagt er du. Sag ich lieb, sagt er dieb. Ich glaub, ich spinne, der macht, was er will. Das ist mir zu dumm, da tausch ich ihn um. Ab heute hab ich nen Papagei, ab heute sind wir zu zweit. Nun reden und nun plauschen wir, und manchmal gibt es Streit. Sag ich dunkel, sagt der Furunkel. Sag ich Haus, sagt der Maus. Sag ich Sally, sagt er bei dir Piez. Ich glaub, ich spinne, der macht, was er will. Das ist mir zu dumm, da tausch ich ihn um.